Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Ich muss mal gerade überlegen, wo wir beim letzten Mal überhaupt stehen geblieben sind. Ah ja, richtig, wir haben gerade versucht, unsere Freundin Lisa hier in diesem Stützpunkt zu finden und zu befreien. Die war natürlich nicht hier. Und jetzt wollten wir, glaube ich, gerade hier so eine kleine Mission annehmen, wenn ich mich recht entsinne. Mal gucken, was das wird. Ja, machen wir mal. Oder machen wir so eine Jagdmission? Wir machen mal eine Jagdmission. Wir brauchen eh noch ein bisschen Felle und benutze die am Zielort gestellte Schrotflinte, um die tollwütigen Hunde zu erledigen. Das klingt doch nach dem Plan. Also wir brauchen eh noch jede Menge Felle von Tieren. Deswegen jagen wir jetzt erstmal. Oh, neues Tutorial. Pfad des Jägers. Schaue nach Pfad des Jägers-Symbolen auf der Karte, jage Tiere, um dir den Respekt der Rakia zu verdienen. Du musst die Waffen und die Munition benutzen, die dir gestellt werden, oder eine Machete. Finde die Tiere in dem Jagdgebiet auf der Minikarte. Ja, ne, das machen wir gerade. Oh, was ist denn hier los? Wer schießt denn hier? Oh. Also sieht es aus, als ob die Rakia hier gerade irgendwie Probleme haben und gegen Piraten kämpfen, oder? Oder gegen... Oh, Mist. Na, nachladen wäre mal nicht schlecht gewesen. Nein, 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 nein. Komm schon. Komm schon. Fuck, hier sind wir noch Piraten. Komm schon, heil dich mal. Da wird er angezeigt auf der Karte. So. War ein bisschen chaotisch, aber es lief da ganz gut, weil wir haben jetzt einen Piraten erwischt. Und was noch viel geiler ist, muss man ganz kurz aufpassen. Okay. Oh, das sind Rakia-Krieger hier, die hat es erwischt. Genau, wir haben nämlich zwei Leoparden erlegt und das ist schon mal ziemlich gut. Wir werden am Anfang zwar noch keinen Leopardenfell brauchen, aber erstmal haben, ne? So, hier war noch einer. Wo ist denn der andere Leopard? Der war doch hier auch irgendwo. Ach Mist, das ist immer so eine Sache, in diesem Gebüsch hier die wiederzufinden. Warte mal, der hat uns. Hier hat uns der eine angegriffen, dann sind wir hier rübergegangen und. Ist erstmal noch ein bisschen Geld für uns und irgendwo hier war der doch. Da ist er doch. Ah ja, wir sind hier vorgerannt, genau. So. So, und jetzt aber Hunde jagen. Und wir sind natürlich hier erstmal falsch. Also es ist immer gut, den Rakia-Kriegern zu helfen, und sich Freunde zu machen natürlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich einen direkten Einfluss auf das Spiel hat, aber ich meine, von der Überlegung her, sich Freunde zu machen, ist doch nie verkehrt. So, ich bin ein bisschen ohne Munition unterwegs, aber wir haben ja noch. Wir kriegen ja jetzt eine Schrotflinte, wir können eh keine andere Waffe tragen, genau. Okay, gut. Dann nehmen wir uns mal die Schrotflinte. Zwei Schuss haben, dann kommen, nehmen wir noch ein bisschen was mit, so. Wir haben halt noch keinen großen Munitionsgürtel, das ist ein bisschen blöd am Anfang, aber. So, und jetzt wird uns hier auf der Minikarte links unten wird uns das Missionsgebiet angezeigt. Und da müssen wir jetzt irgendwo die fünf Hunde suchen. Mal hoffentlich geht das gut. Ja, da hören wir sie schon. Ah, da ist ja einer. Voll daneben, super. Oh, nee, 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 ja, zu cool. Also, wir sollten auf jeden Fall darauf achten, dass die nicht von allen Seiten kommen. Weil die tun ganz schön weh. Und wir haben nicht so viel Lebensenergie, wie man links unten vielleicht diese beiden gelben Striche da sieht.
Also sobald einer der, sobald wir ein bisschen Schaden nehmen und der Balken aber an sich noch eine Restenergie hat, heilen wir selbstständig wieder hoch. Und erst wenn der Balken wirklich leer ist, dann... Habe ich ihn erwischt? Hauen um! So. Und erst wenn der Balken wirklich leer ist, dann müssten wir sehen, dass wir uns mal eine Spritze reindrücken und wieder hochheilen. Was ist denn jetzt los? Ey, Krach hier. So, dann nehmen wir natürlich erstmal alle Fälle mit, die wir kriegen können. Ich weiß gar nicht, ob wir hier so viel tragen können. Anleitung für Brennstoffgurt. Hundefell. Na, wir gucken erstmal, ob wir was Sinnvolleres haben. Hier gibt es erstmal eine neue Spritze. Jagdinstinkt. Oh, das ist gut. Genau, Tiere können an ihrem Geruch wahrgenommen werden. Das ist richtig genial. Das werden wir auf jeden Fall noch oft benutzen, wenn wir jagen gehen. Was haben wir hier? Feuerfest. Ja, wir nehmen weniger Schaden an, durch Feuer. Okay, gut. Das ist erstmal nicht so wichtig. Spritzentasche ist auf jeden Fall, wäre schon mal ganz nett. Schweinsleder, machen wir mal. Ach ja, das ist ja praktisch. Und Leopardenfell. Setzen wir das gleich ein? Das wäre ganz schön übertrieben. Ach komm, machen wir mal. Ist egal. Wie ich immer sage, haben wir eine Stücke weg, ne? Brieftaschen, was können wir denn hier noch machen? Ach, das ist nur was Neues. Gut. Kasua-Leder. Raketengürtel. Hirschfell. Gut, brauchen wir erstmal auch nicht, weil wir haben ja noch keine Raketen. Oder Raketenwerfer oder irgendwas. Gut, jetzt haben wir erstmal diesen ganzen Herstellungsquatsch da durch und hier ist noch ein Hund. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Ich glaube, wir hatten jetzt drei. Wir müssten ja noch... Also, der vierte war das gerade. Jetzt müsste irgendwo noch einer rumliegen. Aber frag mich nicht, wo. Vorne den... Da sind auf jeden Fall Gegner. Aber die lassen wir, glaube ich, erstmal Gegner sein. Das sind mir nämlich zu viele. Und ich habe gerade nur die Schrotflinte. Das ist nicht so geeignet zum... Ja. Also, das kann man schon zum Kämpfen benutzen. Aber ich will jetzt gerade nicht mit der Schrotflinte kämpfen. So. Das war der letzte. Dann holen wir uns noch schnell unser Sturmgewehr wieder. Ich hoffe, das ist noch da. Ah, Entschuldigung, da muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Oh. Ah. Das ist ja praktisch. Ja, so viel zum Thema über unser Sturmgewehr. Das ist natürlich nicht mehr da. Das finde ich immer ein bisschen doof. Aber es müsste eigentlich frei verfügbar im Shop sein. So, und den holen wir uns mal. Weil der ist nämlich zu blöd, uns zu sehen. Wie man sieht. Ich weiß nicht, ob das am Schwierigkeitsgrad liegt. Ich habe auch mal überlegt, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe zu spielen, weil es halt irgendwie dann doch ein bisschen mehr Ansporn gibt, um sich... Ja, an die Gegner ranzuschleichen und ein bisschen vorsichtiger zu spielen, aber ich will mich ja natürlich auch nicht blamieren und wir wollen auch ein bisschen vorankommen, ne? Naja, ich glaube, das ist ganz in Ordnung so. So, Munition haben wir. Schrotflinte wollen wir nicht. Und da vorne kommt schon, ich glaube... Oh. Uiuiui, wir wollen gerade nicht... Kämpfen die gegeneinander? Ah, das sind Zivilisten. Ah, okay. Cool. Danke fürs Auto. Ich dachte, die kämpfen jetzt, aber wollen sie nicht. So, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Völlig chaotisch hier. Wo fahren wir hin? Hier könnten wir noch eine Mission machen. Ich glaube, wir... Fahren wir erstmal zurück zum Laden? Ach komm, wir machen mal die Mission und gucken mal, wo er uns da hinschicken will. Und dann können wir immer noch zum Laden fahren. Habe ich einen überfahren? Nee.
So, ach, wo müssen wir denn? Ach, hier drüben. So, da sind wir schon. Da liegt jemand. Mal ein bisschen gucken, wer so alles rumfährt. Also wir haben ja durch die... Ach, na super. Wir haben ja durch die Eroberung des Stützpunkts das Gebiet ein bisschen sicherer gemacht. Ach, komm hier. So, Ruhe. Durch die Eroberung des Stützpunkts haben wir das Gebiet ja ein bisschen sicherer gemacht. Das heißt, hier sind jetzt auch Patrouillen von den Rakyats unterwegs und nicht mehr so viele Piraten, aber es sind halt immer noch zu viele Piraten unterwegs. Das nervt ein bisschen. Deswegen müssen wir uns auch immer ein bisschen umgucken, dass wir uns da nicht irgendwie zu viele Gegner auf den Hals hetzen oder... Ja, wir wollen ja nicht sterben, werden wir früher oder später, das gehört halt dazu, aber muss ja nicht nötig sein, ne? So, hier noch ein bisschen Zeug eingesammelt und jetzt gucken wir uns mal die Mission an. Ein Pirat tötet zwischen hier und Dr. Ehrenhards Haus Unschuldige, töte ihn mit einem Messer. Ja, genau. Wir müssen nämlich immer, das wird uns bestimmt gleich im Tutorial erzählt, suche nach Todsymbolen auf der Karte, finde die ärgsten Feinde der Rakyat und töte sie mit einem Messer. Wenn du Takedowns für diese Kills einsetzt, erhältst du einen höheren XP-Bonus. Na gut, das ist ja normal, das gehört ja zum Takedown dazu. Ja, was ich sagen wollte, diese Todgesucht-Mission, da müssen wir das Ziel immer mit dem Messer eliminieren, weil so nach alter Rakyat-Tradition und wir müssen unbedingt auch unbedingt Ziegenfell, sorry, aber wir müssen Ziegen jagen. Das war jetzt ein bisschen spontan. Ja, also das wird übrigens öfter mal passieren. Also es gibt ja auf der Map diese... Ich sag mal M. Auf der Map gibt es ja diese Jagdgebiete, die werden jetzt hier angezeigt werden. Man kann natürlich... Ich sag schon wieder M. Das gibt's ja nicht. Muss ich mir mal abgewöhnen. Oh, hier ist irgendwo ein... Der war auch mit... Ein... Komodowaran, oder wie die heißen? Komodowaran, genau. Es gibt halt immer abseits der Straße natürlich auch Tiere, die so spawnen. Und wenn wir die sehen, dann nehmen wir die am Anfang erstmal mit. Weil umso mehr wir haben, umso besser sind wir ausgerüstet. Bevor wir stundenlang... Oh, what the... Bevor wir stundenlang suchen, nehmen wir die einfach so mit. Was ist denn hier los, ey? Das meine ich mit dem Gebiet. Das Gebiet ist so unsicher. Ist ja nicht normal, ey. Ich sehe den gar nicht. Ach, wo ist der denn? Na komm schon, trau dich. So. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo wir hin müssen zu den Missionszielen. Das müsste ich eigentlich mal machen, weil wir wollten ja eh in die Stadt. Ach, gerade ganz schön viel auf einmal, mein lieber Mann. Ja, genau. Also, wir fahren jetzt erstmal in die Stadt und kümmern uns dann um dieses Todgesucht, irgendwas. Gesucht, Tod. Missionsdingens da. Geht mir gerade ein bisschen auf den Nerven, dass hier so viele Piraten sind. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal weiter. Auch wenn wir gerade verfolgt werden. So, die können uns nämlich nicht hier in dieses Dorf folgen. Ja, ja, mach mal. Nee, komm, wir legen die jetzt mal um, weil ich keinen Bock habe auf die laute Musik. Ja, sehr lustig, die können hier nämlich auch nicht drin schießen in dem Gebiet. Ah, verstecken. Na, also. Ich schieße echt wie der erste Mensch. Die können uns in diesem Gebiet nämlich auch nicht angreifen. Das ist ein bisschen eigenartig gelöst, aber auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man mal Probleme hat. So, auf jeden Fall nochmal ein bisschen Zeug eingesammelt. Und jetzt gehen wir aber zum Laden hier. So, erstmal den ganzen Klumpatsch verkaufen. Genau, alles, was wir noch...